In der letzten Folge von Undertale erzählten uns zu Beginn in unserem neuen Zuhause alle Monster gemeinsam die Geschichte von Asriel, dem verstorbenen Sohn des Königs. Kurz darauf kamen wir im letzten Flur an, in dem uns Sans dafür lobte, nie ein Lebewesen im Untergrund verletzt zu haben und uns alles Gute für den Kampf gegen Asgore wünschte. Und diesen Kampf bestritten wir mit Bravour. Zwar hatte Asgore unsere Gnadeoption zu Beginn des Kampfes zerstört, jedoch kam sie am Ende wieder und wir konnten ihn verschonen. Doch die positive Stimmung hielt nicht lange an, weil Flowey kam und Asgore tötete. Daraufhin verwandelte er sich mit Hilfe der 6 Seelen in Omega Flowey und ein durchaus schwerer Kampf begann. Als Flowey besiegt wurde, bekamen wir ein neutrales Ende, bei dem all unsere Freunde uns erzählten, wie es ihnen im Untergrund ergeht. Nach dieser Szene erschien Flowey erneut und berichtete uns von einem besseren Ende. Und dieses Ende, das Ende eines wahren Pazifisten, ist nun unser letztes Ziel. Legen wir los. Willkommen zurück zu Undertale. Das wird wahrscheinlich die letzte Folge sein und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber beim letzten Mal haben wir König Asgore besiegt, wenn man das so nennen kann, denn Flowey hat ihn kurz bevor seine HP auf Null gegangen sind, hat Flowey ihn getötet. Und dann haben wir ein episches Finale gegen Flowey in seiner letzten Form sozusagen gehabt und haben dies auch mit Bravour bewältigt. Und jetzt geht es wieder zurück, weil in der letzten Folge hat uns Flowey am Ende gesagt, dass es noch ein anderes Ende gäbe und dass wir dazu nur unseren Spielstand laden müssen. Dementsprechend bin ich jetzt gerade etwas konfus, wo wir hin müssen. Denn ich glaube, sie hat uns gesagt, wir müssen zu Elphys, zu ihrem Labor. Dementsprechend gehen wir da jetzt mal hin und wir sehen uns da gleich wieder. Oh. Was passiert? Hey, hier ist Undyne. Clever Papyrus, das war deine Idee. Mensch, du musst für mich etwas abliefern. Bitte? Ich bin in Snowdin vor Papyrus Haus. Man sieht sich, du Rabauke. Okay, dann gehen wir halt nach Snowdin. Oh, die Musik ist ja auch so cool. Hey. Oh, die Musik ist so cool. Das müssen wir aber erstmal zu Dice. Hi. Also, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich möchte, dass du diesen Brief abgibst. Er ist für Dr. Elphys. Wie? Warum ich ihn nicht selbst abgebe? Naja. Es ist ziemlich persönlich, aber wir sind Freunde, also. Ich verrate es dir. Hotlet ist furchtbar. Ich möchte da nicht mehr hingehen. Also hier, bitteschön. Du hältst an deins Brief. Oh, und wenn du ihn liest, dann töte ich dich. Vielen, vielen lieben Dank. Du bist der Beste. Meine Stimme ist nach den ganzen scharfen und heftigen Stimmen, die ich gerade gemacht habe, einfach nur so kaputt, dass ich jetzt einfach irgendwelche Stimmen den Charakteren gebe. Deswegen, ich muss nach dem Part echt meine Stimme schonen. Uff. Aber je mehr Elan ich in diese letzte Folge reinstecke, desto besser. Bibliothek. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zu Elphys. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. Jetzt wären wir da beim Labor. Die Tür hat keinen Briefschlitz. Brief darunter schieben? Yep. Nein! Diese Auswahlmöglichkeit. Du schiebst den Brief unter die Tür und klopfst an. Oh, nein. Ist das ein weiterer Brief? Ich möchte ihn nicht öffnen. Kannst du ihn nicht zurückschieben? Nein, ich kann so nicht weitermachen. Diesen Brief lese ich. Es ist ziemlich stark zugeklebt, oder nicht? Warte einen Moment. Was war das? Hey, wenn das ein Witz ist, dann... Oh mein Gott. Hast du diesen Brief geschrieben? Er hat keine Unterschrift, also wusste ich nicht, wer ihn... Oh mein Gott. Oh nein. Das ist sehr charmant. Und ich wusste gar nicht, dass du so schreiben kannst. Es überrascht mich nach all den blöden Dingen, die ich tat. Eigentlich verdiene ich keine Entschuldigung. Und noch weniger, das. Und dann auch noch so leidenschaftlich. Weißt du was? In Ordnung, ich bin dabei. Das ist das Mindeste, was ich zur Wiedergutung machen kann. Ja, lass uns daten.
Undyne, was hast du da reingeschrieben? Das war eine Liebeserklärung an Elphys. Oh. Ein Date. Hallo. Date startet. Punkt, Punkt, Punkt. Entschuldige, ich muss mich noch anziehen. Hat sie jetzt das Kleid an, was in ihrem Schrank war, neben den verstaubten Mänteln? Ja! Wie sehe ich aus? Meine Freundin hat mir geholfen, dieses Outfit zu wählen. Sie hat einen guten Sinn für, wie auch immer. Ziehen müsst ihr euch. Ja, Papi, du. Hallo? Hey, warte. Wir können das Date doch noch nicht beginnen. Date stoppt? Ich muss dir erst Items geben, um deine Zuneigung zu steigern. Das erhöht die Chance, dass das Date ein Erfolg wird. Richtig? Wie auch immer, keine Sorge. Ich bin vorbereitet. Ich habe mir einen Geschenkvorrat für so ein Date angelegt. Als erstes habe ich ein wenig Metallpolitur. Vielleicht kannst du das nicht nutzen. Aber ich habe hier ein wenig wasserdichte Creme für deine Schuppen. Ich glaube, diese Geschenke sollte an deinen kriegen. Und nicht ich. Deine, Schuppen. Naja. Wie wäre dieses Reparaturset für magische Speere, das ich... Das habe ich auch nicht. Hey, vergessen wir die Items. Beginnen wir einfach mit dem Date. Date startet! Jetzt aber. Ja, lass uns daten. Die Musik, hallo? Musik. An deinen? Dass das Elf ist? Egal. Oh nein. Max. Du. Was? Ich hab. Was stand da? Keine Ahnung. Ach so, Animes, glaube ich. Ja, klar, Animes. Toll. Super. Hey, ich auch. Hey, lass uns irgendwo hingehen. Aber was wäre ein guter Ort für ein Date? MTT Resort vielleicht? Ich habe es. Gehen wir auf die Müllhalde. Bester Ort für ein Date. Hallo. Da wären wir. Sind wir jetzt in Waterfall? Hier gehen Undyne und ich immer hin. Wir finden hier immer ganz tolle Sachen. Sie ist wirklich... Oh nein, das da drüben ist sie. Ich kann mich nicht zeigen lassen, wenn ich dich date. Warum? Oh nein, da kommt sie. Oh, hallo. Hey, da bist du. Ich dachte, wenn du den Brief auslieferst, ist das vielleicht eine schlechte Idee. Ich werde das erledigen. Gib ihn mir. Wie? Du hast sie nicht? Ja. Hast du sie wenigstens gesehen? Ja, natürlich. Ja. Sie muss hier irgendwo sein. Danke, ich werde mich umsehen. Oh mein Gott. Naja, es ist offensichtlich, was? Ich, mag sie wirklich. Ich meine, mehr als andere Leute. Tut mir leid. Ich, dachte mir, weißt du, es wäre vielleicht nett, eine Art Fake-Date mit dir zu haben, damit du dich besser fühlst. Wenn ich es so herumdrehe, klingt es sogar noch schlimmer. Es tut mir leid, ich habe es wieder vermasselt. Undyne ist die Person, die ich wirklich daten möchte. Oh, endlich sprichst du offen über deine Gefühle. Wird auch langsam Zeit, du. Ja, aber ich denke, sie spielt in einer höheren Liga. Sag doch sowas nicht. Nicht, dass du nicht, cool wärst. Aber, Undyne, sie ist so selbstsicher und stark und witzig. Und ich bin bloß ein Niemand. Eine Schwindlerin. Ich bin die königliche Forscherin, aber alles, was ich tat, ist, Leute zu verletzen. Ich habe ihr so viele Lügen erzählt. Sie denkt, ich wäre viel cooler, als ich wirklich bin. Wenn wir zusammenkommen, wird sie die Wahrheit über mich erfahren. Ich hoffe, dass sie das jetzt alles nicht hört, ansonsten wird es gleich richtig unangenehm. Was soll ich nur machen? Sag ihr auf jeden Fall die Wahrheit. Die Wahrheit? Aber wenn ich ihr das sage, hasst sie mich bestimmt. Ist es andersherum nicht besser? Mit einer Lüge leben, bei der beide glücklich sind? Nein. Oder mit einer Wahrheit, bei der niemand glücklich ist? Das heißt immer, sei du selbst. Aber ich mag mich nicht selbst. Ich wäre lieber jemand anderes, der von den Leuten gemocht wird. Oh Mann. Nein, du hast recht. Jeden Tag habe ich Angst.
Angst davor, was passiert, wenn die Leute die Wahrheit erfahren. Dann sind alle nur wegen mir verletzt. Aber wie kann ich an deinen die Wahrheit erzählen? Ich habe einfach nicht das Selbstvertrauen. Ich werde es nur vermasseln. Wie kann ich das üben? Lass uns Rollen spielen. Ja, lass uns Rollen spielen. Rollen spielen? Das hört sich sogar ziemlich spaßig an. Okay, wer von uns spielt an dein? Ich. Oh, richtig, offensichtlich. Hi Undyne, wie geht's dir heute? Du bist putzig, direkt raus. Nein, mir geht's gut. Das freut mich. Also, ich möchte mit dir über etwas reden. Dann küsst sie dich. um was geht es, Elfis? Weißt du, ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Weißt du, ich... Ach, vergiss es. Nein, ich möchte meine Gefühle ausdrücken. Du bist so tapfer und stark und so nett. Du hörst mir immer zu, wenn ich über Nerdzeugs rede. Du tust immer dein Bestes, um mich wie etwas Besonderes zu behandeln. Zum Beispiel, wenn du sagst, dass du mich vor jemandem verteidigen würdest. Undyne, ich halte das nicht mehr aus. Ich liebe dich einfach über alles. Halte mich, Undyne, halte mich. Was habe ich gesagt? Was hast du gerade gesagt? Undyne, ich habe nur... Hey, wow, warte eine Sekunde. Deine Kleidung ist echt süß. Was ist der Anlass? Nichts. Warte eine Sekunde. Habt ihr beiden ein Date? Ja. Ich meine, wir haben eins, aber wir hatten nur ein romantisches Rollenspiel, als an dein. Was? Ich meine, an dein. Ich habe dich angelogen. Ihr Gesichtsausdruck. Was? Über was? Über, naja, alles. Ich habe dir gesagt, dass Algen, aber ich nutze sie nur, um Eiscreme herzustellen. Und dieses Geschichtsbücher der Menschen, die ich lese, das sind nur bekloppte Comics. Oh mein Gott, die Gesichtsausdruck. Und die Gesichtsfilme, die sind nur, das sind nur, Animes. Sie sind nicht echt. Und weißt du noch, als ich sagte, ich wäre mit dem Handy beschäftigt, ich habe nur Frozen Joghurt in meinem Schlafanzug gegessen. Dann soll ich, Elfis. Ich wollte dich nur beeindrucken. Ich wollte nur, dass du denkst, dass ich cool und intelligent wäre. Dabei war ich nur ein einsamer Nerd. Elfis. Undyne, ich denke, du bist wirklich cool, okay? Elfis. Shh. Oh. Ja, Jid. Ein Dank. 100 Punkte. Elfis, ich denke, du bist auch cool. Aber du musst wissen, das meiste, was du gesagt hast, kümmert mich nicht. Mir ist egal, ob du kindische Cartoons ansiehst oder Bücher liest. Für mich ist das alles nur nerdiges Zeug. Was ich an dir mag, ist, dass du leidenschaftlich bist. Du bist analytisch. Was auch immer los ist, du kümmerst dich darum. Zu 100% mit maximaler Energie. Du musst mich also nicht belügen. Ich möchte nicht, dass du irgendwen noch einmal belügen musst. Alphys, ich möchte dir dabei helfen, mit dir selbst glücklich zu werden. Und ich habe da genau das richtige Training für dich. Undyne, du willst mich trainieren? Wie? Ich? Oh nein. Oh. Hi, Papyrus. Na, Papyrus wird das erledigen. Oh Gott. Bringen wir diese Knochen zum Schwitzen. Es ist Zeit, 100 Runden zu joggen und zu brüllen, wie toll wir sind. Bereit? Ich werde gleich die Stoppuhr starten. Nein, ich gebe mein Bestes. Oh Gott, Undyne. Oh mein Gott, sie hat so Witze gemacht, richtig? Diese Cartoons, diese Comics, die sind doch echt, oder nicht? Anime ist echt, richtig? Nein, Anime ist nicht echt. Nein, nein! Ich fühle, wie mein Herz in Einzelteile zerfällt. Nein, ich werde es aushalten. Ich muss stark bleiben. Für Elfis. Danke, Mensch, dass du mir die Wahrheit erzählt hast. Ich gebe mein Bestes, um in dieser Welt wiederzuleben. Weiterzuleben. Ich kann immer noch nicht lesen. Bis später. Tschüss. Wow, das war aber eine Portion, du. Puff. Aber ja, wir sind in Snowden. Nicht in Snowden, in Waterfall, an der Müllhalde.
Deine Anteilnahme daran erfüllt dich mit Entschlossenheit. Uiuiuiui. Aber wo lang jetzt? Einfach zu Elfes? Hallöchen, wenn das nicht mein guter Freund ist, der mir vertraut. Hier ist Papyrus, der auch dein Freund ist. Elfes und ich beendeten unser Training früh. Sehr früh. Also habe ich sie nach Hause geschickt. Ganz nach Hause. Jetzt habe ich ohne besonderen Grund das starke Gefühl, dass du dort auch hingehen solltest. Zu ihrem Labor, zu Hause. Ich habe nur gute Gefühle dabei. Tschüss. Das klingt ja sehr glaubwürdig. Okay, ja du, gut, dann, ne? Dann mal los. Zu ihrem Labor. Und da wären wir. Und wir können einfach so rein? Hallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Ausgabe von Elfes Labors TV. Wir werden jetzt ihr Labor erkunden und gucken, was wir hier für so crazy Stuff finden. Let's go. Ah, jetzt können wir uns das hier anschauen, weil das ist der Raumheld. Es ist ein Computer, er greift auf ein Rätsel im Snowden zu. Es ist eine ausgeleierte Figur eines weiblichen Menschen mit Katzenohren. Der Kühlschrank ist voller Instant-Nudeln und Limonade. Eine Nudelpackung mitnehmen? Ja, warum nicht? Du erhältst die Instant-Nudeln. Yeah. Es ist eine Tüte mit Hundefutter. Sie ist halb voll. Okay, sie hat ganz viel Zeug hier gegessen, während sie uns beobachtet hat auf unserem Abenteuer. Und sie steuert anscheinend die Rätsel in Snowden. Ich meine, sie hat auch Metaton gemacht, der die Rätsel für Papyrus erstellt hat. Oh, es ist eine Notiz von Elfes. Lesen? Yep. Aufgrund der Handschrift ist es kaum zu entziffern, aber du gibst dein Bestes. Hey, ich danke euch für eure Hilfe vorhin. Leute, eure Unterstützung bedeutet mir wirklich viel, aber... Egal, wie schwer es mir fällt, das zu sagen. Ihr alleine könnt meine Probleme nicht einfach magisch verschwinden lassen. Ich möchte eine bessere Person werden. Ich möchte keine Angst mehr haben. Und dafür muss ich mich meinen eigenen Fehlern stellen. Ich werde jetzt damit anfangen. Ich möchte etwas klarstellen. Das ist nur mein Problem und von niemandem sonst. Aber wenn ihr nie wieder von mir hören solltet, wenn ihr die Wahrheit erfahren wollt, betretet die Tür nördlich dieser Notiz. Ihr verdient es alle zu erfahren, was ich tat. Das ist alles, was sie geschrieb. Alles klar. Also das vermeintliche Badezimmer ist kein Badezimmer? Es ist ein Aufzug. Warnung, Warnung. Oh Gott. Aufzug verliert Strom. EM-Seilstabilität verloren. Höhenverlust. Okay, wir sind tot. Das ist der Space vorbei. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal bei Undertale. Nee, Spaß. Was geht hier ab? Okay, alles ist düster. Okay, wo sind wir denn jetzt? Eintrag Nummer 1. Es ist soweit. Zeit, das zu tun, was mir der König auftrug. Ich werde die Macht erschaffen, die uns alle befreien wird. Ich werde die Macht der Seelen erwecken. Eintrag Nummer 2. Die Barriere ist durch Seelenkraft versiegelt. Unglücklicherweise kann diese Kraft nicht künstlich umgewandelt werden. Seelenkraft kann nur von etwas genutzt werden, das einst gelebt hat. Um mehr zu erschaffen, müssten wir das nutzen, was wir haben. Die Seelen von Monstern. Eintrag Nummer 3. Aber die Seelen eines lebenden Monsters zu extrahieren, würde irrsinnige Macht benötigen. Zudem ist es unpraktisch, denn das würde den Wirt der Seele zerstören. Und mit Ausnahme der standhaften Menschenseelen, würden die Seelen der meisten Monster sofort mit dem Tod verschwinden. Wenn ich es nur schaffen würde, Monsterseelen beständig zu machen. Eintrag Nummer 5. Ich habe es geschafft. Mithilfe der Blaupausen habe ich es endlich aus der menschlichen Seele extrahiert. Ich denke, das ist es, was ihre Seelen die Macht gibt, nach dem Tod zu bestehen. Der Wille weiterzuleben, der Entschluss, das Schicksal zu ändern. Nennen wir diese Kraft Entschlossenheit. Das ist das, was uns erfüllt, wenn wir speichern. Ominöse Musik. Wahres Labor. Oh mein Gott, das wird ja mega stark. Na dann mal los. Eintrag Nummer 6. In chronische... Allah.
diese Musik haut rein. Esgor hat jeden außerhalb der Stadt nach Körpern von gefallenen Menschen, Monstern, befragt. Ihre Körper kamen heute an. Sie liegen noch im Koma. Schon bald werden sie zu Staub zerfallen. Aber was passiert, wenn man ihnen Entschlossenheit injiziert? Sollten ihre Seelen bestehen, nachdem sie sterben? Dann ist die Freiheit vielleicht näher, als wir alle dachten. Elphys, was machst du? Eintrag Nummer 9. 9? Wo ist 7 und 8? Die Dinge laufen nicht besonders gut. Keiner der Körper zerfiel zu Staub, also bin ich nicht an die Seelen gekommen. Ich habe den Familien erzählt, dass sie den Staub für die Beerdigung erhalten. Die Leute fangen an, mich zu fragen, was geschehen ist. Was soll ich jetzt machen? Eieiei. Okay, hier können wir weiter. Was ist hier? Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Abfluss. Verloren. Das ist alles, was du entziffern kannst. Es ist eine Art Schalter. Im Zentrum befindet sich ein roter Schlitz. Was ist das alles hier? Du drehst den Hahn auf. Du drehst den Hahn auf. Du drehst den Hahn auf. Da kommt aber kein Wasser. Was ist das denn? Hallo? Alles klar? Irgendwas kommt näher. Tat, A, B, C. Ach, was ist das denn? Sind das irgendwelche Kreationen, die Elphys erschuf aus den Seelen oder dem Staub der Menschen? Item Handy, Stat Analyse. Handy? Du ziehst dein Handy hervor, du empfängst Stimmen. Komm, mach mit. Oh, was? Was seid ihr alles für gruselige Gesichter? Doch es kam niemand. Memory Head. Mitmachen. Du wirst bald bei uns sein. Das ist ein echtes Treffen. Werde einer von uns. Okay. Ablehnen? Wie schade. Lorem Ipsum Docet. Okay, es scheint sich nicht mehr zu kümmern. Jetzt kann ich's verschonen. Du warst siegreich. 0 XP und 0 Gold erhalten. Was war das denn? Ein roter Schlüssel liegt in der Spüle. Du nimmst ihn und befestigst ihn am Schlüsselbund. Dann okay, hier waren wir schon. Dann gehen wir mal nach rechts dann. Kann ich hier mir was rauslassen? Chips für 25G kaufen. Ja, warum nicht? Der Snackautomat gibt einige Chips aus. Toffelchips. Toffelchips, halt 13 HP. Einfache Toffelchips. Okay. Hier brauchen wir... Hier ist eine Tür, aber mit der können wir anscheinend nichts machen. Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Aufzug. Energieverlust. Zentrum betreten. Das ist alles, was du entziffern kannst. Okay. Generatorraum. Oh. Aber was für ein Generator? Damit? Oh, yes. Klick, der rote Schlüssel passt perfekt in den Schlitz. Das ist der Schlüssel, den wir von den Kreaturen bekommen haben. Eins davon ist jetzt erleuchtet, oder? Ja, das rote. Okay, jetzt müsste auch die Tür oben rechts da sein. Yes, yesus. Hallo. Ein weiterer Eintrag. Eintrag Nummer 12. Nichts passiert. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich werde allen einfach weiter in Entschlossenheit initiieren. Es muss einfach klappen. Eintrag Nummer 13. Einer der Körper hat seine Augen geöffnet. Oh, eine Krankenstation. Es ist ein leerer Fressnapf für Hunde. Ist das, warum sie das Hundefutter hatte? Für die Hunde der Besitzer, die hier runtergekommen sind? Und ein Bett ist irgendwie... Sieht nach einem gemütlichen Bett aus. Hinlegen? Will ich das wirklich? Ja, komm, warum nicht? Hallo? Was bist du denn? Ich mach mal nichts. Oh. Oh. Es hat mich zugedeckt. Wie lieb. Cool. Cooles Easter Egg. Da oben ist noch ein weiterer Speicherpunkt. Eintrag Nummer 14. Alle, die gefallen sind, sind wieder aufgewacht. Sie gehen alle herum und reden, als sei nichts passiert. Ich dachte, sie sollten längst tot sein. Ist das die Entschlossenheit? Was gibt's da drüben? So viele Wege. Achso, habe ich sie schon gelesen? Nee, ne? Nee.
Es scheint, als würde diese Forschung zu nichts führen, aber scheinbar ist zumindest ein glückliches Ende dabei herausgekommen. Ich sende die Seelen und das Gefäß zurück zu Asgore. Ich habe schon den Familien mitgeteilt, dass alle am Leben sind. Ich schicke sie alle morgen zurück, Smiley. Eintrag Nummer 16. Nein. Okay. Irgendwas scheint schiefgegangen zu sein. Geht's hier drüben weiter? Oh mein... Was war das denn? Ist das eine Badewanne oder eine Dusche? Was duscht sich da bitte? Hi. Hä? Ein grüner Schlüssel liegt in der Badewanne. Du nimmst ihn und befestigst ihn am Schlüsselbund. Aber was hat sich hier geduscht? Es ist eine leere Badewanne. Das sah nach einem Hund aus. Was war das? Okay. Ich glaube, hier wollen wir noch nicht lang. Schauen wir erstmal, wo wir jetzt den Schlüssel, den wir bekommen haben, einsetzen können. Weil hier rechts ging es ja auch noch lang. Eintrag Nummer 11. Jetzt, wo Metaton erfolgreich ist, redet er nicht mehr mit mir. Er fragt mich nur noch, wann ich seinen Körper vervollständige. Aber wenn ich seinen Körper vervollständige, braucht er mich vielleicht nicht mehr. Dann sind wir bestimmt keine Freunde mehr. Ganz davon abgesehen, bringt mich die Arbeit sowieso ziemlich ins Schwitzen. Ist das hier eine Kühlkammer? Hier ist ein Schalter. An der Wand ist ein Schalter. Drücken. Oh, was? Oh nein, nicht schon wieder sowas. Oh mein Gott. Das ist ein Riesenviech. Ich kann nichts machen. Komm her. Es ist der Amalgamate. Amalgamate. Es ist der Amalgamate, okay. Ach, das sind ganz viele Hunde. Jetzt sehe ich es. Oder Katzen, eins von beiden. Ich glaube, es sind Katzen, weil seine Beine, die Zwischenräume seiner Beine, sehen aus wie Katzensilhouetten. War das das Ding, was vorhin in der Badewanne sich geduscht hat? Amalgamate ist zu weit weg zum Streicheln. Du streichelst die Luft. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Zuwinken. Du rufst nach dem Amalgamate. Er springt zu dir und verliert eine komische Flüssigkeit aus seiner Öffnung. Oh Junge, was ist denn mit dir falsch? Amalgamate kommt näher und möchte Zuneigung. Jetzt streicheln? Du streichelst den Amalgamate, oh Gott. Er verzerrt plötzlich, beruhigt sich da jedoch wieder. Er bleibt kurz ruhig auf seinem Schoß. Und schläft. Plötzlich schießt es hinweg und krabbelt wild an den Wänden entlang. Ich habe immer noch keine Heil-Items. Ah doch, ich habe... Stimmt, da ich ja nicht gegen Asgore gekämpft habe. Wünsche einen schönen Tag, du bist komplett geheilt. Ach, das ist stimmt, das ist der Eisverkäufer, der zu uns redet. Okay, jetzt haben wir wieder das. Wo ich schlecht bin im Ausweichen. Oh mein Gott, bin ich absoluter Müll. jetzt spielen. Du wirfst deine Waffe in die Ecke des Raumes. Ich habe keine Waffe. Der Amalgamate bringt sie dir wieder zurück, mit Stolz. Oder ist es immer noch der Stock? Du wiederholst das Ganze ein paar Mal. Jetzt ist Amalgamate sehr müde. Es lehnt seinen formlosen, tropfenden Körper an dich. Nochmal spielen? Amalgamate ist zu müde zum Spielen. Also jetzt streicheln. Stimmt, das hatten wir bei dem Greater Dog, glaube ich, schon mal, dieses Phänomen. Okay, jetzt nochmal streicheln. Du streichelst den Amalgamate. Es generiert Zufriedenheitsschaum der Stufe 1. Streicheln, einfach weiter streicheln. Oh, hallo. Du streichelst heftiger. Der Amalgamate scheint zufrieden zu sein. Endogny ist zufrieden. Ah, okay. Der Schalter bewirkt gar nichts. Alles klar, man kann das Zeug nur einschalten, nicht wieder ausschalten. Effizient. Müssen wir jetzt beim Generator weitermachen? Ich meine, der ganze Nebel ist verschwunden. Na, dann machen wir mal weiter. Oh, hallo. Oh, nicht schon wieder. Riecht nach süßen Zitronen. Lemon Bread. Let's get this bread. Oh Gott.
schreien? Du schreist laut, doch es kam niemand. Willkommen in meiner Hölle. Okay. Oh, cooles Angriffmuster. Das mag ich. Auch wenn ich absolut kacke bin. Egal. Summen? Du summst einen vertrauten Ton. Lemon Breads Körper zuckt. Denkst du, ich bin schön? Nicht wirklich, oh Gott. Was war das denn für ein Angriff? Armbeugen? Du beugst deine Arme. Lemon Breads Muskeln zucken. Das sind mehrere Gegner zusammengeschweißt. Und Aaron, der Muskelprotz, ist da auch drin. Deswegen sind auch... Doch, es kam niemand. Was müssen wir denn jetzt bei den machen? Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt jedes einmal sozusagen machen? Also wir Armbeugen haben wir, so machen wir schreien und machen wir loslassen. Du lässt Lemon Bread in Ruhe. Lemon Bread scheint sich an etwas zu erinnern. Ich fühlte das zuvor. Heißt es nun auf Wiedersehen? Oh, ich darf ihn verschonen. Okay. Du warst siegreich, 0 XP, 0 Gold erhalten. Ich kann aber nicht speichern. Ash-Extraktionsmaschine. Status inaktiv. Wer ist Ash oder was ist ESH? Hier ist ein gelber Schalter, dafür brauche ich den gelben Schlüssel, oder? Im Zentrum befindet sich ein gelber Schlitz. Okay, ich brauche den gelben Schlüssel. Woher kriege ich den? Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Unter Decke. Das ist alles. Okay, unter der Decke ist irgendwie der Schlüssel wahrscheinlich. Hier steht ein VHS-Spieler mit einigen ausgewählten Bändern. Sie sind in einer bestimmten Reihenfolge gegliedert. Wirst du eine ansehen? Machen wir Band 1. Psst, Gori, wach auf. Was ist los, Schatz? Und warum hast du eine Videokamera? Psst, ich möchte deine Reaktion einfangen. Gori, Liebster, was ist mein liebstes Gemüse? Karotten, richtig? Nein. Mein Lieblingsgemüse ist... Edamama. Verstehst du? Gehe wieder ins Bett, Schatz. Nein, noch nicht. Wenn ich ein Hund wäre, welche Hundeart wäre ich dann? Ich weiß nicht, Schatz. Welche Art Hund könntest du sein? Ich wäre ein... Ein Mumeranian. Hohoho. Du bist wirklich über das Kind glücklich. Weißt du, wenn du weiter solche Witze machst, bist du vielleicht eines Tages eine berühmte... Habe ich übersprungen. Naja, ich gehe ins Bett. Hey, komm schon, Tori. Das war witzig. Ach, er hat einen Witz gemacht. Oh Gott. Oh Gott, okay. Ich blende hier nochmal den Witz ein. Er war mit Sicherheit witzig. Ich weiß, ich ärgere dich nur. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, meine Liebe. Oh, hier drin ist es vielleicht zu dunkel für die Kamera. Ja, man hat nichts gesehen. Band 2. Okay, Jeff, bist du soweit? Mache dein gruseligstes Gesicht. Ah, hehehe. Oh, warte, ich hatte den Objektivdeckel noch dran. Was? Du machst es nicht noch einmal? Komm schon, hör auf, mich auszutricksen. Hä? Das klang nach der Stimme, die wir gehört haben, als wir in Waterfall runtergefallen sind, in die Müllkippe. Band 3. Hallöchen, Jeff. Lächel in die Kamera. Ha, dieses Mal habe ich dich. Ich habe den Deckel absichtlich dran gelassen. Jetzt lächelst du ohne Grund. Was? Oh, ja, ich erinnere mich. Als wir versuchten, Karamellkuchen für Vater zu backen, im Rezept hieß es, man solle Butter verwenden. Aber wir haben aus Versehen Butterblumen verwendet. Ja, diese Blumen haben ihn echt krank gemacht. Oh oh. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Mama war wirklich verärgert. Ich hätte es mit meinem Lachen abtun sollen, wie du es gemacht hast. Wie auch immer. Wie geht es jetzt weiter? Wie? Die Kamera ausschalten? Okay. Band 4. Ich mag diese Idee nicht, Jeff. Was? Nein, ich... Große Kinder weinen nicht. Ja, du hast recht. Nein, ich habe nie an dir gezweifelt, Jeff. Nie. Ja, wir sind stark. Wir befreien alle. Ich hole die Blumen. Okay, interessant. Jeff, kannst du mich hören?
Wir wollen, dass du aufwachst. Jeff, bleib entschlossen. Oh. Du darfst nicht aufgeben. Du bist die Zukunft der Menschen und Monster. Asgore redet im Game Over Screen zu uns. Das sind genau seine Worte. Psst, Jeff, bitte, wach auf. Mir gefällt dieser Plan nicht mehr. Ich sagte, ich zweifle niemals an dir. 6, richtig? Wir brauchen nur 6. Und wir erledigen das zusammen, richtig? Was ist bei denen denn passiert? Eintrag Nummer 4. Ich habe die Menschen genauer studiert, um mehr über ihre Seelen zu erfahren. Letztendlich bin ich um das Schloss herumgeirrt und fand komische Kassetten. Ich denke nicht, dass Asgore sich selbst gesehen hat. Sie selbst gesehen hat. Und ich denke nicht, dass er das sollte. Alter, ich liebe dieses Spiel für diese Story. Ein weiterer Raum mit Ventilatoren. Eintrag Nummer 19. Die Familien fragen mich immer wieder, wann alle wieder zurückkommen. Was soll ich nur sagen? Ich beantworte nicht einmal mehr die Anrufe. Das ist ein Kühlschrank. Er ist leer. Okay, der Kühlschrank ist definitiv nicht leer. Der scheint sich zu wackeln. Es ist ein Kühlschrank, der scheint seltsame Proben zu enthalten. Eintrag Nummer 20. Asgore hat mir heute 5 Nachrichten hinterlassen. 4 darüber, dass jeder sauer ist. Und eine darüber und diese putzige Teetasse, die wie ich aussieht. Danke, Asgore. Ja, bevor wir zu dem Kühlschrank kommen, erstmal noch Eintrag Nummer 21. Ich verbringe jetzt meine Zeit regelmäßig am Schrottplatz. Das ist mein Element. Okay, was bist du? Es ist ein Kühlschrank, er ist leer. Wieso bewegt er sich dann so komisch? Es ist ein Kühlschrank, er scheint seltsame Proben zu enthalten. Wieso bewegt sich dieser Kühlschrank so? Es ist ein Kühlschrank, er ist leer. Hallo. Oh Gott, sind es Vegetoids mit diesem Schnee-Comedy-Monster und noch was zusammen. Es ist eiskalt. Was ist diese Musik? Lachen. Du lachst und lachst weiter. Es ist so witzig, du kannst nicht aufhören. Was? Du hast das nicht gemacht? Snowy. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Ihr Ausdruck verändert sich. Ich erinnere mich. Das Ding greift dich mal an. Du sagst so etwas wie, du siehst grässlich aus. Warum lebst du überhaupt? Was? Du hast das nicht gesagt? Snowy. Was passiert hier? Es ist eiskalt. Aber das ist nicht witzig. Snowy. Du machst einen schlechten Witz über Eis und ihr Ausdruck verändert sich weiter. Haha, danke. Ich mach einfach weiter. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Sie ist völlig beruhigt. Und der blaue Schlüssel. Du findest einen blauen Schlüssel. Aber wir brauchen den gelben. Wo können wir... Okay, Moment, was ist das? Ist das... Das ist grün, ne? Ach, wir hatten den grünen Schlüssel. Stimmt. Okay, was steht hier? Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Vorhang. Das ist alles, was du entziffern kannst. Ein Vorhang. Das wird übrigens der größte Part, den ich bis jetzt jemals hochgeladen habe. Der längste vor allem auch. Genau hier waren wir noch nicht. Hallo, ein Spiegel. Eintrag Nummer 7. Wir brauchen ein Gefäß für die Monsterseelen, wenn wir soweit sind. Immerhin können Monster nicht die Seelen anderer Monster absorbieren. Genauso wie ein Mensch keine menschlichen Seelen absorbieren kann. Wenn dem so ist, was passiert dann mit etwas, was weder Mensch noch Monster ist? Eintrag Nummer 10. Die Experimente am Gefäß sind ein Fehlschlag. Es scheint sich nicht von den anderen Fällen zu unterscheiden. Wie auch immer. Es ist sowieso schwierig, damit zu arbeiten. Die Samen bleiben einfach hängen und gehen nicht mehr ab. Und hier sind ganz viele goldene Blumen. Moin! Oh mein Gott, das sieht einfach nur aus, als ob jemand eine Ganze hängt hätte. Schikanieren. Du schikanierst, Komma. Es ist effektiv. Jetzt kriegst du einen Klatzenblick. Was bist du denn? Hallo. Was passiert hier? Säubern. Du wäschst deine Hände. Nichts passiert.
Knechte, Maxakene, Machene, Maschala. Oh Gott, okay, das greift jetzt aber an. Verblüffen. Du machst etwas Mysteriöses, stellst fest, dass... Komma stellt fest, dass es mehr von dieser Welt zu lernen hat. Ich habe keine Angst. Ja genau, wirf einfach mit Köpfen nach mir. Das ist mit Sicherheit eine wunderbare Möglichkeit, unsere Probleme zu lösen. Was muss ich hier machen? Beten. Du kniest nieder und betest für Sicherheit. Reaper Bird erinnert sich an etwas. Was heißt Reaper Bird? Jemand versteht es endlich. Quack, quack, Mut. Reaper Bird wurde besänftigt. Eieieiei. Okay, hier ist das Blaue. Sehr schön. Der blaue Schlüssel passt perfekt in den Schlitz. Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Kalt. Das ist alles, was du entziffern kannst. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Okay, hier fehlt immer noch das Gelbe. Na, dann schauen wir mal, wo das Gelbe ist. Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Unter Decke. Okay. Moment, unter einer der Bettdecken. Ja, unter einer der Bettdecken der ja. In dem Raum, wo die ganzen Betten stehen. Wenn unter der Decke bedeutet, ja, das müsste heißen, dass da der gelbe Schlüssel ist. Hier, unter irgendeiner dieser Bettdecken ist der. Da sieht man es auch. Ey, das liegt unter der Decke. Untersuchen? Ja. Da ist der gelbe Schlüssel. Nice. Es ist der gelbe Schlüssel. Du legst ihn an deinem Schlüsselbund an. Jetzt können wir oben weitermachen. So, und jetzt können wir den hier einführen. Klick, der gelbe Schlüssel passt perfekt in den Schlitz. Okay, jetzt sind alle Farben sind an der Tür am Anfang erleuchtet. Also wenn wir jetzt zurückgehen, sollten wir da passieren können. Okay, es ist offen. Ich werde jetzt allerdings vorher noch speichern. Und jetzt geht's auf in diesen Raum. Ein Fahrstuhl. Kann ich irgendwie mit dem Fahrstuhl interagieren? Erscheint. Ein weiterer Aufzug hat keinen Strom mehr. Ja gut, dann müssen wir hier lang gehen. Er scheint abgeschaltet zu sein. Das sieht sehr nach Kampf aus oder nach irgendwas Großem. Es reguliert den Strom für den Aufzug. Einschalten. Oh oh. Die ganzen Viecher aus dem Labor sind da. Ich kann mich nicht bewegen. Kommt jetzt zu einem Kampf? Hey, stopp! Elfis, ich habe euch Futter mitgebracht, okay? Tschüss. Tut mir leid. Sie werden ein wenig frech, wenn man sie nicht zeitig füttert. Ich denke, sie haben deine Toffelchips gerochen und wie auch immer. Der Strom fiel aus und ich wollte ihn wieder einschalten. Aber es scheint, du warst mir einen Schritt voraus. Das war dir wahrscheinlich alles sehr unangenehm. Aber ich schätze, dass du mir helfen wolltest. Wie ich sagte, hatte ich Angst, dass ich nicht wiederkehren würde. Aber das liegt nicht an diesen Typen. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass ich zu viel Angst hätte. Die Wahrheit zu erzählen, dass ich wegrenne oder etwas Feiges mache. Ich schätze, ich schulde dir wohl eine Erklärung. Wie du vielleicht weißt, wollte Asgore, dass ich Seelen studiere. Während meiner Forschung isolierte ich eine Macht namens Entschlossenheit. Ich habe es in strebende Monster injiziert, damit die Seelen bestehen. Sterbende. Aber das Experiment schlug fehl. Weißt du, im Gegensatz zu menschlichen Körpern haben Monster nicht genug physische Beständigkeit für viel Entschlossenheit. Ihre Körper beginnen zu schmelzen und ihre Form zu verlieren. Schon bald sind alle Testsubjekte zusammengeschmolzen zu diesen Dingern. Als ich sie so sah, wusste ich, ich kann es ihren Familien nicht erzählen. Ich könnte niemandem davon erzählen, egal wie sehr man mich auch danach fragen würde. Und ich hatte zu viel Angst daran, weiter zu arbeiten. Alles, was ich tat, war ein kritischer Fehlschlag. Aber jetzt denke ich anders darüber. Ich werde jedem erzählen, was ich getan habe. Es wird schwer werden. Ehrlich sein. An mich glauben. Es werden sicherlich harte Zeiten werden. Es gibt bestimmt Tage, an denen ich es wieder vermassel. Aber zu wissen, dass ich so gute Freunde habe, das macht das Ganze wesentlich einfacher. Ich danke dir. Kommt, Leute. Es ist an der Zeit, dass alle nach Hause kommen.
Das ist gerade so unglaublich interessant für mich. Oh, warum ist das so komisch? Eintrag Nummer 8. Ich habe mich für einen Kandidaten entschieden. Ich habe Asgore noch nichts gesagt, weil ich ihn überraschen möchte. Im Zentrum seines Gartens gibt es etwas ganz Besonderes. Die erste goldene Blume, die noch vor den anderen erblühte. Die Blume von der Außenwelt. Sie erschien kurz bevor die Königin ging. Ich frage mich, was passiert, wenn etwas ohne eine Seele den Willen erhält zu leben. Die Rede ist von Flowey. Weil derjenige, der zurückgekommen ist, nachdem er den Menschen ins Dorf gebracht hat und auf den goldenen Blumen starb und zu Staub zerfiel, aus dem wurde Flowey. Eintrag Nummer 18. Die Blume ist verschwunden. Yep. Sie ist in der... Es ist eine Stimme, die du noch nie zuvor gehört hast. Jeff, bist du da? Es ist lange her, nicht wahr? Aber du hast dich gut geschlagen. Dank dir verläuft alles nach Plan. Jeff, man sieht sich. Der nächste Fahrstuhlabsturz. Der Fahrstuhl ist mit Ranken überwuchert. Flowey, die Tür ist durch wuchernde Schlingpflanzen fest verschlossen. Okay. Der Speicherpunkt ist weg. Moment, den Ort kennen wir. Ja, wir können einfach wieder zum Ende. Oder gibt's hier noch was, was die Monster uns erzählen wollen? Nope, okay, es gibt nichts Neues. Ja gut, dann. Auf zum letzten Flur. Ist Sans noch da? Nein. Wir können direkt durch. Was passiert hier? Müssen wir das gleiche alles nochmal machen? Asgore ist weg. Wir haben ihn noch nicht gekämpft. Wo ist der hin? Hier geht's zur Barriere. Da ist er. Oh, so früh zurück. Wie fühlst du dich? Bereit, schätze ich. Ich verstehe. Dann ist es also soweit. Muss ich ihn jetzt nochmal bekämpfen? Bereit? Ja. Mensch. Es war nett, dich zu treffen. Lebe wohl. Toriel! Hi! Was für eine elende Gestalt, einfach ein unschuldiges Kind anzugreifen. Habe keine Angst, mein Kind. Ich bin es, Toriel, deine Freundin und Hüterin. Als erstes dachte ich, ich lasse dich deine Reise alleine antreten. Aber ich konnte einfach nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Dein Abenteuer muss wirklich heimtückisch gewesen sein. Und sollte dir schlussendlich eine furchtbare Bürde auferlegen. Um diesen Ort zu verlassen, hättest du eine andere Person töten müssen. Du hättest Asgore besiegen müssen. Aber ich habe realisiert, dass ich das nicht erlauben kann. Es ist nicht richtig, etwas zu opfern, nur damit jemand gehen kann. Ist das nicht das, was ich die ganze Zeit verhindern wollte? Lass uns also diesen Kampf erst einmal anhalten. So schlimm wie Asgore auch sein mag, auch er verdient Gnade. Tori, du bist zurück. Nenne mich nicht Tori, Dreamer. Du erbärmlicher Welpe. Wenn du uns wirklich befreien wolltest, hättest du die Barriere mit einer Seele durchquert und wärst mit 6 Seelen zur Rettung zurückgekehrt. Aber stattdessen musste jeder in Verzweiflung leben, weil du hier lieber darauf gewartet hättest, dass nie ein Mensch kommt. Tori, du hast recht. Ich bin eine elende Gestalt. Aber können wir nicht wenigstens wieder Freunde sein? Nein, Asgore. Hallo, Undyne. Ja, Asgore. Mensch. Niemand bekämpft hier irgendjemanden. Ihr werdet alle zu Freunden, oder? Ich. Hallo, ich bin Toriel. Bist du ein Menschenfreund? Nett, dich zu treffen. Okay. Nett, dich zu treffen. Hey, Asgore, ist das deine Ex? Wow, das ist hart, Kumpel. Hallo, Alphys. Hey, niemand verletzt hier irgendjemanden. Oh, bist du auch ein Freund?
ich bin Toriel. Hallo. Hi. Es gibt zwei davon. Ey, niemand bekämpft irgendjen. Wenn jemand jemanden bekämpft, dann muss ich an deinen Machhilfe fragen. Hallo. Oh, hallo, euer Hoheit. Psst, Mensch. Hat sich Esko rasiert und sich geklont? Hey Leute, was geht? Diese Stimme. Hallo, ich denke, wir kennen uns. Oh, hey, ich erkenne auch deine Stimme. Ich bin Toriel. Freut mich, dich zu sehen. Mein Name ist Sans und, gleichfalls. Oh, warte, dann musst du sein Bruder Papyrus sein. Grüße, Papyrus. Es freut mich, dich zu treffen. Dein Bruder hat mir so viel über dich erzählt. Wowie, ich kann nicht glauben, dass Asgore's Klon mich kennt. Das ist der beste Tag in meinem Leben. Hey, Papyrus, mit was öffnet ein Skelett eine Haustür? Mit einem Skelettschlüssel? Nein, Dummerchen, ein Skelett öffnet seine Tür mit einem Schlüsselbein. Ich ändere meine Meinung, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Komm schon, Asgore, alles wird gut. Es schwimmen viele Fische im Meer. Ja, Asgore, Undyne hat mit den Fischen ganz recht. Manchmal muss man einfach, nicht den pelzigen Bossmonster hinterherjagen und, einfach einen wirklich netten Fisch kennenlernen. Das ist eine Metapher. Naja, es ist eine gute Analogie. Oh mein Gott, Metaton! Woo! Umarmt ihr beiden euch endlich mal? Das Publikum schreit nach romantischer Action. Hey, Klappe! Mann, der Typ hat vielleicht Nerven. Richtig, Elvis? Elvis? Nein, nein, er hat recht. Machen wir es. Naja, okay, wenn du willst, dann. Halte dich nicht zurück. Oh. Warte, nicht vor den Menschen. Richtig, entschuldige, ich habe mich überschlagen. Oh, wir sind alle zusammen. Mein Kind, scheint, als müsstest du noch eine Weile bleiben. Aber sieh nur, wie viele tolle Freunde du hast. Ich denke, du wirst hier glücklich sein. Cool. Hey, das erinnert mich daran. Papyrus, du hast doch jeden hierher gerufen, oder? Naja, außer, sie. Wie auch immer. Wenn ich vorher hier war, wie wusstest du dann, wie du alle herrufen kannst? Sagen wir einfach, eine kleine Blume half. Papyrus? Eine kleine Blume? Das endet nicht gut. Ja, hallo. Oh nein. Flowey. Nicht schon wieder. Ihr Idioten! Während ihr euren kleinen Familienrat hattet, habe ich die Menschenseelen genommen. Und jetzt unterstehen nicht nur sie mir, sondern auch alle Seelen deiner Freunde. Und weißt du, was das Beste daran ist? Es ist alles deine Schuld, weil sie dich wegen dir lieben. All die Zeit, die du mit Zuhören verbracht hast, sie aufgemuntert hast, dich gekümmert hast. Ohne das wären sie gar nicht hierher gekommen. Und jetzt werde ich mit ihren und den Menschenseelen meine wahre Form erreichen. Wie? Warum ich das noch immer mache? Verstehst du es nicht? Das ist alles nur ein Spiel. Wenn du den Untergrund glücklich verlässt, gewinnst du das Spiel. Und wenn du gewinnst, spielst du nicht mehr mit mir. Was soll ich denn machen? Aber das Spiel zwischen uns wird niemals enden. Ich halte dir den Sieg vor Augen, nur um ihn dir dann schnell wegzunehmen. Immer und immer wieder. Hör zu. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir dein glückliches Ende. Ich bringe deine Freunde zurück und zerstöre die Barriere. Jeder wird zufrieden sein, aber das wird nicht passieren. Du. Ich behalte dich hier, egal was passiert. Oh oh. Das war's dann wohl. Selbst weil das bedeutet, dich 1 Million Mal zu töten. Aua. Aua. Das tut weh. Lass den Scheiß. Ja, ich weiß, du bist ganz toll im Lachen. Ich mag's auch. Hilfe. Toriel. Was? Hab keine Angst, mein Kind. Egal, was passiert,
Wir sind immer da, um dich zu beschützen. Oh, ich krieg HP dazu. Oh. Yay. Yeah. Das stimmt, Mensch. Du kannst gewinnen. Mach einfach, was ich machen würde. Glaube an dich. Hey, Mensch. Wenn du an mir vorbeikommst, schaffst du alles. Keine Sorge. Wir sind bei dir. Wie? Du hast diesen Typen noch nicht besiegt? Komm schon. Dieser Spinner kann dir nichts anhaben. Oh. Ja, das war's dann wohl. Rein technisch sollte es nicht möglich sein zu gewinnen, aber irgendwie glaube ich, dass du es schaffst. Mensch, für die Zukunft von Menschen und Monstern, bleibe entschlossen. Na, Flavio, was machst du? Oh ja, lalala, wir sind auch bei dir. Komm, du kriegst es hin. Du musst gewinnen. Du schaffst es. Quack. Ach, nein, unmöglich. Das kann nicht passieren. Du Idiot. Das war so klar. Ich kann nicht glauben, dass du so blöd bist. Alle eure Seelen gehören mir. Oh, hi. Na, du? Wer bist du denn? Endlich. Ich habe es satt, eine Blume zu sein. Oh? Hi. Hallöchen. Jeff, bist du da? Ich bin es, dein bester Freund. Asriel Dreamer. Das kam unerwartet. Oh, das ist mein Lieblingssoundtrack im Spiel. Yes, okay. Das Ende naht. Oh ja, das tut es. Okay, Asriel Dreamer. Hoffen. Let's go. Die Musik haut gleich noch richtig rein. Du hältst an Hoffnungen fest. Der Schaden in diesem Zug wird begrenzt. Aber er ist halt immer noch da. Oh, gut. Okay. Oh, yes. Hoffen. Du hältst weiter fest. Schaden reduziert. Okay, wir wurden nur einmal getroffen. Zweimal, okay. Asriel entlädt Schockbrecher. Ich glaube, wir müssen einfach nur verschonen. Weißt du, ich möchte diese Welt gar nicht mehr zerstören. Sondern... Oh. Gott, was passiert hier? Oh mein Gott. Okay, Chaos-Säbel. Das klingt nicht toll. Nachdem ich dich besiegt habe und totale Kontrolle über die Zeitlinie habe, werde ich einfach alles zurücksetzen. Warum? Was ist dieser Angriff? Hilfe! Ich bin darauf nicht vorbereitet. Ess mir die Chips. Du isst die Toffelchips. Es wurden 13 HP geheilt. All deine Fortschritte. All die Erinnerungen. Ich werde alles auf Null zurücksetzen. Oh Gott. Der Angriff ist wenigstens einigermaßen einfach. Asriel benutzt Sternenlodern. Okay, das ist auch gut. Dann können wir das alles noch einmal machen. Aber warum? In der Ecke bleiben und gucken, dass die sozusagen nicht auf einen zukommen. Das ist immer gut. Ja. Einfach den Stern ausweichen, die am nächsten an einem dran sind. Und den... Oh, kein Treffer. Yes. Asriel benutzt Chaos Buster. Was? Und weißt du, was das Beste daran ist? Du wirst es machen. Oh, Junge. Du musst aber ganz schön Hass auf mich haben. Asriel ruft Chaos-Säbel. Instant-Nudeln. Ich habe keine anderen Heil-Items mehr. Trockene sind sie besser. Du bist komplett geheilt. Oh, Alter. Und dann wirst du wieder gegen mich verlieren. Bitte nicht. Oh Gott, die Attacke ist auch einfach. Und ich mache es komplett falsch. In der Mitte und dann nach unten ausweichen. Okay.
knapp alles verkackt, aber nicht alles. Okay, weiter, weiter, weiter. Und wieder. Okay, da ein bisschen. Und jetzt los. Achso. Achso, er macht's immer abwechselnd. Das heißt, einmal bewegen und einmal nicht bewegen. Und ich bin tot. Das ist, doch, es weigert sich. Okay, wir können nicht sterben. Auch toll. Muss mich aber aufhören zu bewegen, wenn das Ding... Ich hasse diesen Angriff. Oioioioioi. Okay, wie viel... Haben wir alle Items? Ne, wir haben... Okay, die Items bleiben gespeichert. Ja gut, dann... Nicht kämpfen. Gnade. Was mache ich denn? In die Mitte und dann ausweichen, okay. Oh mein Gott, okay. Einfach weiter Gnade. Ich verstehe diesen Angriff nicht. Eieiei. Ich muss es nur schaffen, sozusagen, das Ganze auszuweichen. Also ausweichen, dann so, dann so, dann so, dann so. Ah, man kann immer ein bisschen weiter nach links. Oh, das ist ja genius. Okay, also immer, also ganz nach rechts und dann immer weiter nach links. Okay. Jetzt haben wir die Attacke raus. Jetzt kommt das. Der darf ich jetzt nicht verkacken. Bitte nicht. Okay. Ich mach's immer in die Richtung. Weil ich denke, dass er in der entgegengesetzten Richtung angreift. Aber es ist einfach nur Bullshit. Okay. Ich weiß nicht, wie ich es gerade geschafft habe. Aber irgendwie habe ich es gerade geschafft. Nein. Oh. Oh, Junge. Dieser Angriff ist einfach nur unglaublich. Du rüstest den Anhänger aus. Ich weiß nicht, was das macht. Oh nein. War das eine Rüstung? Oh mein Gott, macht der viel Schaden. Ich werde jedes Mal mit dem Angriff auf 5 HP runtergeschlagen. Ich weiß aber nicht, was ich machen muss. Muss ich nochmal mit ihm reden? Tat. Träumen. Du denkst darüber nach, warum du hier bist. Du fühlst, wie die Leere in deinem Inventar schwindet. Was bedeutet das? Ich mache das jedes Mal falsch. Meine Güte. Wenn er nach links geht, muss ich nach links gehen. Ich muss ihm folgen. Dieser Angriff ist einfach nur Kotze. Okay, gut. Ich muss die Temerüstung wieder anlegen. Auf jeden Fall. In der Mitte und okay. Gut. Der Angriff ist jetzt gelernt, aber dieser komische, das was er jetzt macht, ich habe keine Ahnung, wie ich dem ausweichen soll. Nope. Soll ich einfach in Bewegung bleiben? Das kann ich auch ausprobieren, aber ich weiß halt nicht, ob das was hilft. Und wieder. Okay, es geht aber wenigstens weiter. Okay, das ist wieder, ach nee, das ist das. Okay. Oh lol. LOL! Das sind Heil-Items. Wenn ich träume, kriege ich unendlich Heil-Items. Dann sagt mir das doch einer. Ich kriege die ganze Zeit auf die Fresse. Das ist ja nicht mehr feierlich. Und ich muss jedes Mal den Kampf verstanden. Das kommt jedes Mal von wieder von vorne. Oh mein Gott. Weil du ein glückliches Ende haben möchtest. Okay, Sternschauer. Das ist der einfachste Angriff von denen. Okay. Gnade. Weil du deine Freunde liebst. Nein. Item. Es wurden 17 HP geheilt. Okay, 17 HP heilt dieser Traum. Weil du nie aufgibst. Okay, wenigstens nicht so... Oh mein Gott, was ist das denn? Hilfe. Okay. Werde ich noch einen Griff... Okay, je nachdem. Ich hoffe, dass du träumst. Okay, du denkst drüber nach, warum du hier bist. Du fühlst, wie die Leere in deinem Inventar schwindet. Okay, bitte mach einen guten Angriff. Ist das nicht köstlich? Deine Entschlossenheit, die Macht, mit der du so weit kamst, wird dein Untergang sein. Okay, ich lasse mich lieber einmal treffen, jetzt kann ich mich aber wieder heilen. Okay. Puh. Genug mit den Spielereien. Es ist soweit, diese Zeitlinie endlich auszulöschen. Okay. Was bist du denn? Oh Gott, ich werde davon angesaugt. Was passiert hier? Ich habe ein HP. Selbst nach diesem Angriff stehst du mir noch im Weg.
Wow, du bist wirklich etwas Besonderes. Aber werde nicht übermütig. Bis jetzt habe ich nur einen Bruchteil meiner Macht verwendet. Mal sehen, was die Entschlossenheit gegen das bringt. Okay, gut, ich muss los. Was ist das für ein Viech? Ezreal blockt den Weg. Zappeln. Du kannst deinen Körper nicht bewegen. Siehe zu meiner wahren Macht auf. Nein, oh mein. Aber wir, okay, wir landen wieder hier mit voller Leben. Mit vollem Leben, okay. Ich kann es fühlen. Jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst du Halt an dieser Welt. Jedes Mal, wenn du stirbst, vergessen dich deine Freunde immer mehr. Dein Leben endet hier, in einer Welt, in der sich keiner an dich erinnert. Das ist traurig. Ich kann einfach stehen bleiben und es trifft mich so gut wie nicht. Okay, die Welt geht unter. Das ist aber schön. Zappeln. Du kannst deinen Körper nicht bewegen. Du hältst doch immer fest. In Ordnung. In wenigen Momenten wirst du auch alles vergessen. Diese Einstellung wird dir in deinem nächsten Leben weiterhelfen. Es ist das Beste bei der Attacke, einfach nichts zu machen. Immer noch? Komm schon. Zeige mir, was dir deine Entschlossenheit jetzt bringt. Es ist tatsächlich einfach besser, nichts zu machen. Dein Körper ist bewegungslos, nichts passiert. Du zappelst, nichts passiert. Du versuchst, deinen Spielstand zu erreichen, nichts passiert. Du versuchst wieder, deinen Spielstand zu erreichen, nichts passiert. Es scheint unmöglich zu sein, das Spiel zu speichern. Aber vielleicht kannst du mit dem bisschen Kraft, was übrig ist, jemand anderen retten. Wir haben ein Rettemenü. Wir haben kein Tatmenü mehr. Yay, wir können ja jetzt den Seelen retten, die in ihm schlummern. Okay, mit wem fangen wir an? Fangen wir mit Sans an. Du erreichst Ezreals Seele und rufst nach deinen Freunden. Sie sind irgendwo da drin, oder nicht? Im tiefen Inneren von Ezreals Seele reagiert etwas. Hi, ihr beiden. Die verlorenen Seelen erscheinen. Nicht kämpfen. Scherzen. Je nachdem. Okay, ich muss aufpassen. Okay, die erste Seele kann Papyrus sein, also würde ich lieber, Rezept. Du fragst die verlorene Seele, ob sie dir etwas kocht. Die verlorene Seele versucht, ihre Freunde zu verbergen. Ich muss einen Menschen fangen. Gib auf, ich tat es. Oh Gott, dieser... Moment, können die mir schaden? Ja, doch, können sie. Warum? Ich habe anscheinend gerade aufgrund von Hitbox-Bugs keinen Schaden erlitten. Die verlorene Seele steht herum. Puzzle? Du fragst die verlorene Seele nach einer Hilfestellung bei einem Rätsel. Er weiß nicht warum, aber er möchte dir wirklich helfen. Dann wird jeder... Warum überhaupt versuchen? Okay, die verlorene Seele steht herum. Okay, jetzt machen wir noch beleidigen? Nee, scherzen. Du erzählst der verlorenen Seele einen schlechten Wortwitz über Skelette. Er scheint es zu hassen, aber der anderen verlorenen Seele scheint es zu gefallen. Du siehst sie nie wieder. Möchte sie aber wieder sehen. Lass mich hier raus. Die verlorene Seele steht herum. Was muss ich machen? Muss ich die andere? Ich mach Kreuzworträtsel. Du erzählst der verlorenen Seele, dass Kreuzwörter schwerer als Wortsuchen wären. Sie nickt mit dem Kopf, als wäre die Antwort bereits sonnenklar. Nein, warte, du bist mein Freund. Ich könnte dich nie fangen. Na, ich zähle auf dich, Kind. Yes! Zwei Seelen sind befreit. Du fühlst, wie etwas Schwaches in Ezreal reagiert. Machen wir mit Undyne weiter. Im tiefen Inneren von Ezreals Seele reagiert etwas. Die verlorene Seele erscheint. Okay, Torschieb. Du stupst die verlorene Seele leicht an. Etwas an deinem Kampfstil erinnert sie an etwas. Alle Menschen werden sterben. Jetzt werden alle Kampfstile nochmal wiedergelebt. Das ist, finde ich, mega gut. Lächeln. Du schenkst der verlorenen Seele ein großes Lächeln, wie sie es tun würde. Aus irgendeinem Grund möchte sie zurücklächeln. Du bist unser wahrer Feind. No hit. Rezept. Du fragst die verlorene Seele, ob sie dir beibringt, wie man kocht.
Plötzlich kommen die Erinnerungen wieder zurück. Nun, manche Menschen sind doch in Ordnung. Yes. Auch sie ist befreit. Okay, jetzt müssen wir Toriel retten. Im tiefen Inneren von Asriels Seele reagiert etwas. Beide sind da. Die verlorene Seele erscheint. Umarm. Du umarmst die verlorene Seele und erzählst ihr, dass du sie wiedersehen wirst. Etwas daran wirkt so vertraut. Das ist zu deinem Besten. Vergib mir dafür. Den Angriff kennen wir bereits von Asgore. Aber Toriel hat nicht angegriffen. Also doch, Toriel greift ja auch mit diesen Flammen an. Vorliebe. Du erzählst der verlorenen Seele, dass du Karamell lieber magst als Zimt. Irgendwie erinnert sich sie sich daran, das schon mal gehört zu haben. Niemand wird jemals gehen. Das ist meine Pflicht. Okay, auch den Angriff kennen wir bereits. Starren. Du starrst der verlorenen Seele tief in die Augen. Erinnert sich an die Blicke vergangener Menschen. Okay. Auch mit den Attacken werde ich immer besser. Gnade. Du weigerst dich, die verlorene Seele zu bekämpfen. Plötzlich kommen die Erinnerungen wieder zurück. Hallo. Dein Schicksal liegt in deinen Händen. Du bist unsere Zukunft. Okay, wer verbleibt? Elphys. Im tiefen Inneren von Asriels Seele reagiert etwas. Die verlorene Seele erscheint. Oh. Wir haben das Gelbe. Die gelbe Seele. Quiz. Du fragst die verlorene Seele nach Hilfe bei einer Quizfrage. Sie kann sich kaum zurückhalten, dir zu antworten. Du hast mich, nicht wahr? Nein, alles gut. Oh Gott, ich kann hier beschießen. Das ist Metatons Angriff. Ufti. Okay. Abnerden. Du fragst die verlorene Seele, was ihr liebster Cartoon sei. Sie kann sich kaum zurückhalten, eine riesige Antwort zu geben. Ich muss weiter lügen. Na, alles gut. Oh, das ist das. Der geile Angriff von Metatron. Die verlorene Seele steht herum. Rufen. Du rufst die verlorene Seele am Handy an. Sie fängt an zu schwitzen. Plötzlich kommen die Erinnerungen wieder zurück. Yay. Nein, das stimmt nicht. Meine Freunde mögen mich und ich mag sie auch. Danke. Du fühlst die Seelen deiner Freunde in Asriel. Rette jemand anderes. In dem Moment, an dem sich deine Freunde an dich erinnerten, begann etwas anderes in Asriels Seele immer stärker und stärker zu reagieren. Es scheint, als gäbe es noch eine letzte Person, die gerettet werden muss. Asriel selber. Aber wer? Plötzlich fällt es dir ein. Du rufst nach seinem Namen. Wie? Was tust du? Du fühlst die Seelen deiner Freunde in Asriel. Wir können ihn retten. Was? Was tust du? Was ist das für ein Gefühl? Was passiert mit mir? Nein, nein, ich brauche niemanden. Doch, du brauchst uns. Oh Gott! Hilfe. Ich will dich doch nur retten. Hör auf, lass mich in Ruhe. Hörst du mich? Ich zerschmettere dich. Oh, seine Angriffe werden schon weniger. Oh, das ist aber genauso schmerzhaft. Jeff, weißt du, warum ich das mache? Warum ich kämpfe, um dich hier zu behalten? Oh, er weicht mir genauso aus wie Toriel am Anfang. Ich mache das, weil du etwas Besonderes bist, Jeff. Du bist der Einzige, der mich versteht. Du bist der Einzige, mit dem ich noch gern spiele. Nein, es ist nicht nur das. Ich mache das, weil du mir wichtig bist, Jeff. Ich sorge mich um dich mehr als um jeden anderen. Ich bin nicht bereit für das Ende. Ich bin nicht bereit dafür, dass du gehst. Ich kann mich nicht mehr von jemandem wie dir verabschieden. Ey, dieses Finale ist so unglaublich gut. Also bitte, hör auf damit und lasse mich gewinnen. Oh oh.
Aua. Aua, aua, aua. Hör auf! Unsere HP sind im Dezimalbereich. Hör endlich auf! 0,0000. Und es ist keine andere Option mehr zur Verfügung. Jeff. Ich bin so einsam, Jeff. Ich habe so viel Angst, Jeff. Jeff, ich... Oh, nicht weinen. Es tut mir so leid. Ah, das wird gut. Hi. Ich war schon immer eine Heulsuse, nicht wahr, Jeff? Ich weiß schon. Du bist nicht wirklich Jeff, oder? Jeff ist schon lange tot. Wie lautet dein Name? Frisk? Das ist ein netter Name. Frisk. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gefühlt. Als Blume war ich seelenlos. Ich hatte nicht die Kraft, andere lieben zu können. Doch mit den Seelen aller in mir kam nicht nur mein eigenes Mitgefühl zurück. Ich kann ebenso jedes andere Monster spüren. Sie kümmern sich alle so sehr umeinander. Und sie kümmern sich auch um dich, Frisk. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, wie sie alle über dich denken. Papyrus, Sans, Undyne, Elphys, Toriel. Monster sind seltsam. Selbst wenn sie dich kaum kennen, scheint es, als würden sie dich alle sehr lieben. Frisk, ich verstehe, wenn du mir nichts verzeihst. Ich verstehe, wenn du mich hasst. Ich habe mich so seltsam und schrecklich verhalten. Ich habe dich verletzt. Ich habe so viele Leute verletzt. Freunde, Familie, Zuschauer. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Auf jeden Fall verzeihen. Was? Frisk, komm schon. Du bringst mich nur erneut zum Heulen. Außerdem, selbst wenn du mir verzeihst, ich kann diese Seelen nicht behalten, aber ich kann sie zumindest zurückgeben. Aber zuerst gibt es etwas, das ich erledigen muss. In diesem Moment kann ich fühlen, wie jedes Herz einen Schlag teilt. Sie brennen alle mit dem gleichen Wunsch. Mit der Kraft aller, mit der Entschlossenheit aller, ist es an der Zeit, dass wir Monster endlich frei sind. Die Barriere wurde zerstört. Hi. Frisk, ich muss jetzt gehen. Oder der Seelenkraft aller anderen kann ich diese Form nicht beibehalten. In einem kurzen Augenblick werde ich mich wieder in eine Blume verwandeln. Ich werde nicht mehr ich selbst sein. Ich werde erneut so etwas wie Liebe nicht fühlen können. Also, Frisk, es wäre das Beste, wenn du mich einfach vergisst, okay? Geh einfach zurück zu den Leuten, die dich lieben. Oh. Komm her. Uiuiui. Ich möchte nicht gehen. Frisk, du wirst eine tolle Arbeit abliefern, okay? Egal, was du machst, jeder wird für dich da sein, okay? Naja, meine Zeit schwindet. Auf Wiedersehen.
Ach ja, Frisk. Passe für mich bitte auf Mama und Papa auf, okay? Natürlich werden wir auf deine Eltern aufpassen. Frisk, das ist alles nur ein böser Traum. Bitte, wache auf. Oh, hi. Hallo. Wie geht's euch? Oh, du bist wach. Gott sei Dank. Wir haben uns so viele Sorgen gemacht. Es hat sich angefühlt, als wärst du für immer weg. Ja, noch länger und ich wäre wahnsinnig geworden. Sag uns nächstes Mal Bescheid, wenn du ein Nickerchen machst, ja? Ja, wegen dir heult Papyrus wie ein kleines Baby. Was? Ich habe nicht geweint, ich weine nicht. Ich hatte nur etwas in meinem Auge. Was hattest du denn in deinem Auge? Tränen. Na, na. Am wichtigsten ist doch, dass es Frisk gut geht. Hier, Frisk. Trinke doch ein wenig Tee. Du wirst dich dann besser fühlen. Wie wäre es, wenn wir ihm erstmal seinen Freiraum lassen? Er muss sehr erschöpft sein. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, von was. Frisk, wir erinnern uns nicht genau, was geschah. Da war eine Blume und dann wurde alles weiß. Aber die Barriere ist jetzt verschwunden. Wenn du bereit bist, werden wir alle zur Oberfläche zurückkehren. Die Tür im Osten führt uns jetzt endlich durch. Aber zuvor, möchtest du vielleicht spazieren gehen? Du kannst allen deinen wundervollen Freunden Lebewohl sagen. Mach, was immer dir beliebt. Wir warten auf dich. Oh, cool. Hi. Hallo, Frisk. Elvis hat mein Handy geupgradet. Ich habe viel Spaß mit der SMS-Funktion. Sans, schau dir das mal an. Oh Mann, Tori. Das ist heftig. Ich kann nicht glauben, dass die Königin zurück ist. Und auch noch so vertrottelt ist. Ihr steht einen Meter voneinander entfernt. Warum schreibt ihr euch? Keine Sorge, Papyrus. Wir schreiben uns aus gutem Grund. Warum das denn? Naja, weil wir große Trottel sind. Sans, sage das bitte nicht. Du bist kein Trottel. Du bist eher ein Hohlkopf. Wow. Ihre Wortwitze sind sogar noch schlimmer. Warum lachst du dann? Ich lächle aus Mitleid. Hi, Sans. Frisk, Tori sagte, dass sie dir Karamellkuchen gebacken hat. Oh, ich sollte einmal für jeden für euch einen backen. Oh, das hört sich wirklich gut an. Kochen? Kann ich behilflich sein? Warte eine Sekunde. Kann ich mithelfen? Klar, es wäre viel Spaß, zusammen zu kochen. Andererseits bestelle ich vielleicht lieber eine Pizza. Also, Asgore, darf ich jetzt der Königsgarde beitreten? Nun, Papyrus, jetzt wo der Krieg vorbei ist, brauchen wir die Königsgarde nicht mehr. Der Typ redet so langsam. Was? Was war dann der Sinn der Aufgabe des Menschen? Er ist all den langen Weg gegangen und ich bin noch immer kein Mitglied der Königsgarde. Das ist wirklich das schlechteste Ende. Oh hey, übertreib mal nicht. Also, Elvis, was wirst du tun jetzt, wo wir alle frei sind? Wir könnten jetzt die ganze Welt erkunden. Naja, natürlich werde ich herausgehen und, nein, ich werde ehrlich sein. Ich bleibe drin und schaue Animes wie ein totaler Verlierer an. Das ist die richtige Einstellung. Wir alle feiern wir, dass wir Verlierer sind. Papyrus denkt genau richtig. Gegen Frisk zu verlieren war das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin froh, dass wir... Hä? Was gibt es, Asgore? Was ist ein Anime? Oh mein Gott. Frisk, bitte. Hilf mir bitte, Asgore zu erklären, was Animes sind. Weißt du, es ist wie ein Cartoon, aber... Mit Schwertern, mit Pistolen. Mit Schwertern. Es ist also wie ein Cartoon, aber mit Schwertern? Wow, das hört sich toll an. Wo gibt es das? Wo kann ich das kaufen? Ich denke, ich habe welche auf dem Handy. Hier, schau dir das an. Das ist der falsche. Egal.
Was hast du ihm da gerade gezeigt? Wow, haben sich diese beiden Roboter gerade geküsst? Junge, Technologie ist schon verrückt, was? Ja, natürlich. Hi. Psst, Frisk. Sag mal, denkst du, Asko und Toriel werden je wieder zusammenkommen? Nee, nicht wirklich. Ja, das denke ich auch. Eine Frau darf aber noch träumen, richtig? Und Fanfiction schreiben. Viel Fanfiction schreiben. Hallöchen, Frisk. Entschuldige, dass ich versucht habe, deine Seele zu nehmen. Ich fühle mich deswegen wirklich mies. Ich hoffe, wir können dennoch Freunde sein. Hey, mach dir keine Sorgen, Asgore. Ich denke, jeder hat zumindest einmal versucht, Frisk zu töten. Oh, ich verstehe. In diesem Fall tut es mir nicht leid. Ey, so war das nicht gemeint. Asgore, das ist nicht, was ich gemeint habe. Oh cool, wir sind alle wieder fröhlich zusammen. Yay. Yeah. Aber was ist mit Asriel? Um das herauszufinden, müssen wir an den Anfang des Spiels zurückkehren. Dementsprechend mache ich das kurz und wir sehen uns bei dem Punkt wieder, wo wir das gesamte Abenteuer begonnen haben. Und da wären wir wieder in den Ruinen. Da, wo alles angefangen hat. Das ist so cool. Und jetzt sind wir da angekommen, wo das Abenteuer angefangen hat. Hier ist der Anfang von Undertale und da ist Asriel. Hallo. Kümmere dich nicht um mich. Jemand muss sich um diese Blumen kümmern. Frisk, bitte lass mich alleine. Ich kann nicht zurück. Ich kann einfach nicht, okay? Ich möchte ihre Herzen nicht immer und immer wieder brechen. Es ist besser, wenn sie mich nie wiedersehen. Warum bist du immer noch hier? Versuchst du mir Gesellschaft zu leisten? Frisk. Hey. Darf ich dir eine Frage stellen? Frisk, warum bist du hierher gekommen? Jeder kennt doch die Legende, nicht wahr? Reisende, die Mount Abbott erklimmen, verschwinden einfach. Frisk, warum würdest du einen solchen Berg überhaupt erklimmen? War es aus Torheit? War es Schicksal? Oder war es wegen dir? Nun, nur du kennst die Antwort, oder nicht? Ich weiß, warum Jeff den Berg erklomm. Es war aber kein positiver Grund. Frisk, ich möchte ehrlich zu dir sein. Jeff hasste die Menschheit. Warum? Darüber sprachen sie nie. Aber dieses Gefühl war fest verankert. Frisk, du bist wirklich anders als Jeff. Obwohl ihr ähnliche Mode trägt. Ich weiß nicht, warum ich mich so verhielt, als wärt ihr gleich. Vielleicht ist die Wahrheit, dass Jeff nicht die tollste Person war. Nun, Frisk, du bist die Art von Freund, die ich mir immer gewünscht habe. Vielleicht habe ich da etwas auf dich projiziert. Um ehrlich zu sein, als Blume tat ich einige seltsame Dinge. Es gibt dann noch eine letzte Sache, die ich dir sagen muss. Frisk, als Jeff und ich unsere Seelen verbanden, war die Kontrolle über unsere Körper zwischen uns geteilt. Sie suchten sich den passenden Körper aus. Und als wir das Dorf betraten, waren sie diejenigen, die unsere ganze Macht nutzen wollten. Ich war derjenige, der sie sich wehrte. Und dann, wegen mir. Naja, deswegen wurde ich zur Blume. Frisk. Die ganze Zeit beschuldigte ich mich selbst deswegen. Deswegen erlangte ich diese furchtbare Weltanschauung, töten oder getötet werden. Aber jetzt, nachdem ich dich traf, Frisk, ich bereue meine Entscheidung nicht länger. Ich tat das Richtige. Hätte ich diese Menschen getötet, würden wir wieder Krieg mit den Menschen führen. Und schlussendlich wäre alles beim Alten, nicht wahr? Dennoch bin ich traurig darüber, wie lange alles dauerte. Vielleicht war es nicht die ideale Entscheidung, aber man kann nicht sein ganzes Leben Entscheidungen bereuen. Naja, vielleicht bleibt mir von meinem Leben sowieso nicht mehr. Viel bleibt mir von meinem Leben sowieso nicht mehr. Aber das spielt wohl keine Rolle. Frisk, danke, dass du mir zugehört hast. Du solltest wirklich wieder zu deinen Freunden gehen, oder okay? Oh, und bitte, wenn du mich in der Zukunft siehst, denke nicht, es wäre wirklich ich, okay? Ich möchte, dass du dich so an mich erinnerst wie jetzt. Als jemanden, der zumindest kurzzeitig dein Freund war. Oh, und Frisk, sei vorsichtig da draußen, okay? Entgegen der Meinung der anderen ist es dort nicht so nett wie hier. Es gibt da draußen eine Menge Flowies. Und nicht alles kann durch Freundlichkeit gelöst werden. Frisk, töte niemanden und lasse dich nicht töten, alles klar? Das ist das Beste, nach dem du streben kannst. Naja, man sieht sich. Frisk,
Hast du nichts Besseres zu tun? Okay, mehr sagt er nicht. Aber das ist mega, mega, mega mäßig stark. Zwar hat der Weg bis hierher extrem lange gedauert, aber das war's wert. Jetzt haben wir den Dialog mit Azrael überstanden. Es war ziemlich interessant. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu den ganzen lieben Seelen, die vor dem letzten Schritt in die Freiheit warten. Und dort sehen wir uns wieder. Bis gleich. Da wären wir wieder bei all den schönen Gesichtern, die uns das Abenteuer lang begleitet haben. Und jetzt, nach all den Strapazen, gehen wir hier durch. Ein letzter Save Point, das Ende. Und gehen hier raus. An die Oberfläche. Na dann los. Wenn du gehst, wird dein Abenteuer wirklich zu Ende sein. Deine Freunde werden dich aus dem Untergrund begleiten. Ich bin bereit. Da stehen wir alle. Das sieht schön aus. Wow. Ist es nicht wunderschön, Leute? Wow, es ist sogar besser als im Fernsehen. Viel besser. Besser, als ich mir je vorstellen könnte. Frisk, du lebst mit so etwas? Das Sonnenlicht ist so nett und die Luft so frisch. Ich fühle mich richtig lebendig. Ey, Sans, was ist das für eine große Kugel? Wir nennen das die Sonne, mein Freund. Das ist die Sonne? Wowie. Ich kann nicht glauben, dass ich die Sonne treffe. Ich könnte hier stehen bleiben und den ganzen Tag zusehen. Ja, das ist wunderschön, nicht wahr? Aber wir sollten wirklich nachdenken, was jetzt passiert. Oh, richtig. Leute, das ist der Beginn einer strahlenden Zukunft. Eine Ära des Friedens zwischen Monstern und Menschen. Frisk, ich muss dich etwas fragen. Wirst du unser Botschafter für die Menschen sein? Ja, klar. Ja, Frisk wird der beste Botschafter sein. Und ich, der große Papyrus, werde das beste Maskottchen sein. Ich muss einen guten ersten Eindruck machen. Tschüss. Tja, jemand muss ihn vor dem ganzen Ärger bewahren. Man sieht sich, Leute. Tschüss, Hans. Man muss hier etwa alles machen. Papyrus, warte. Hey, Andein, warte. Hi, Toriel. Hi, Esko. Ups. Was ist? Sollte ich etwas machen? Naja, ich geh dann mal. Es scheint, alle möchten ganz eifrig aufbrechen. Frisk, du bist doch von dieser Welt, richtig? Du musst doch einen Platz zum Zurückkehren haben, richtig? Was wirst du jetzt machen? Ich will bei dir bleiben, ich werde weiterreisen. Ich will bei dir bleiben. Was? Frisk, du bist wirklich ein winziges, witziges Kind. Hättest du das früher gesagt, wäre all dies nie geschehen. Es ist wohl gut, dass deine Meinungsänderung so lange gebraucht hat. Naja, ich denke, wenn du wirklich nicht woanders hin möchtest, gebe ich mein Bestes, um dich zu versorgen. Solange du mich brauchst, alles klar? Komm mit. Die anderen warten schon auf uns. Und wir gehen mit Toriel aus dem Bild bei einem wunderschönen Sonnenuntergang und das Spiel ist vorbei. Und da kommen die Credits. Yay! Undertale Mitwirkende. Froggit von Toby, Wimson von Toby. Professioneller Frosch. Immer noch schuldig. Es gibt manche Aktionen, die man mit Gegnern ausführen kann, die ihren Namen in den End-Credits gelb erscheinen lassen. Zum Beispiel bei den beiden haben wir es komplett geschafft. Da muss man eine Reihe von Taten, glaube ich, mit den jeweiligen machen. Spukiger DJ. Und ja. Da sind sie. Und Papyrus hat ein Auto. Naja. Und da ist die Ente, die uns eigentlich in den Waterfalls von der einen Seite zur anderen bringen sollte. Hi, Sans. Und Papyrus regt sich wieder auf.
Mann, dieses Spiel war gut. Dieses andere gut. Es war sehr, sehr gut. Da sehen wir alle nochmal. Von Magnolia Porter und Toby hat seinen eigenen blinden Hund. Dogami und Dogaressa von Toby. Endlich Nummer 1 Nasenreibe Champions. Yay! Yeah. Wo ist Tammy? Da ist Onion Sun. Oh. 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 Ganz viel Schaden hat sie gekriegt. Das ist cool. Oh Gott, Undyne macht die Wand kaputt. Da ist Tammy. Hi Tammy. Hoi, ich bin Tammy. Und da ist Metaton. Oh, da danced up. Komm, Metaton X, wo ist er? Da ist er. Diese Musik ist fetzig. Das ist Muffet. Hi, ich bin die Spinnenerfolg mit meiner Bäckerei. Oh ja, meine Bäckerei ist super. Muss immer einkaufen gehen drin. Da ist die Königsgarde. Nutze deiner Fantasie. Komm, du musst der Panzer von der Brust schwelgen. Nein, tut er nicht. Schade. Final Froggit wins a lot. Das waren die Gegner aus dem Chor. Antigmatism. Herrischer Glasverkäufer. Was? Amalgamates. Das sind die ganzen Gegner aus dem Chor. Leben bei ihren Familien. Da ist Asgore, wie eine Hecke schneidet. Ah, da ist die Hecke in Form. Da ist Monster Kid. Da ist die Hecke in Form von Papyrus Gesicht, die er so wollte. Und da ist Toriel. An ihrer ganz eigenen Schule. Ach, das ist toll. Dim, dim, dim. Dieses Spiel ist einfach grandios. Ich habe jetzt die letzten Züge dieses Finales mit vollen Zügen genossen. Und ich muss sagen... Och nee, du. Dachtest du wirklich, es wäre zu Ende? Doch schon. Ich meine, wir haben noch nicht mit dem besonderen Dank begonnen. Bereit? Beenden wir all das. Besonderer Dank. Ich habe unendlich HP. Oh ja, kommt her. Kommt her, ihr Namen. Oh Mist, ich habe jemanden getroffen. Wenn man hier bei den Special Thanks, wenn man da alle Namen, also wenn man allen Namen ausweicht und keinen Namen berührt und Geld macht, dann öffnet sich die Tür in den Ruinen, die wir gefunden haben, also in den Schnee. Ja, halt diese eine besondere Tür mit den Pilzen und dem dunklen Gang, die öffnet sich dann. Aber ich möchte die Namen berühren. Let's go! Ziemlich viele Leute, die da mitgewirkt haben oder den speziellen Dank kriegen. Es könnte sein, dass das die Leute sind, die beim Kickstarter gespendet haben. Weil Undertale wurde ja durch Kickstarter finanziert und war extrem erfolgreich. Ich glaube, das sind alle Leute, die gespendet haben. Das sind extrem viele. Uiuiui. Was ist das für ein langer Name? Oh Mann, dieses Spiel ist echt... Ich kann nichts anderes sagen, außer dieses Spiel ist extrem gut. Es ist einfach extrem gut und das Spiel ist ja noch nicht mal vorbei. Wir machen ja auch noch Genocide. Da weiß ich halt noch nicht, wie ich das mache. Ich werde es höchstwahrscheinlich in einem Livestream machen. Also so ein Livestream-Only-Projekt. Weil sich viele in letzter Zeit auch wieder Livestreams gewünscht haben. Insofern werde ich mal gucken, was ich machen lässt. Irgendwie ist es halt extrem unmöglich, den ganzen Namen auszuweichen. Berührte Credits. Na doch, gar nicht so viele. Deutsche Lokalisierung, Christian Rosenbauer, Andreas Hofbauer. Danke an Freunde und Familie für die Unterstützung. Das Undertale-Team dankt dir, dem Spieler von ganzem Herzen. Ohne dich wäre all dies unmöglich. Gute Nacht. Ich kann mich immer noch bewegen. Jetzt nicht mehr. Oh. Ah, das ist die Szene, wo Toriel uns den Kuchen ans Bett bringt. Oh. Danke, Ziegenmama.
Undertale. Das Ende. Ja, das war's. Das war mit einer der besten Spiele, die ich, sagen wir mal, in den letzten 4 Jahren gespielt habe. Das ist eigentlich unbegrenzt, sagen wir so. Es ist bis jetzt das beste Computerspiel, was ich je gespielt habe. Mein Lieblingsspiel ist zwar immer noch Luigi's Mansion 2, aber das ist ja kein PC-Spiel. Aber trotzdem, das war bis jetzt in meinen Augen das Beste und keine Ahnung. Es muss nicht immer bombastische Grafik sein oder extrem qualitativ hoch. Oh, da ist der Hundi! Qualitativ hochwertige, was weiß ich, AAA-Titel, die zum Spielen anregen und begeistern. So, es kann auch sowas sein. Was Simples. Das Spiel wurde mit Game Maker gemacht. Das ist einer der simpelsten Spiele-Programmierungs-Engines aller Zeiten. Und trotzdem ist es einfach ein grandioses Spiel. Dementsprechend, ich finde, dieses Spiel hat jeden Punkt, den es jemals gekriegt hat von irgendwelchen Kritikern oder sowas, verdient. Zu Recht. Und es hat noch viel mehr zu bieten. Allein der schiere Umfang an dem, was dieses Spiel zu bieten hat, ist gigantisch. Weil auch wenn man zum Beispiel Genocide Route macht, verändern sich viele Dialoge und es ist generell vieles anders. Auch beim zweiten Mal durchspielen ändern sich einige Dialoge von wegen, ja, die Charaktere fühlen, dass sie dich schon kennen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich kann nicht viel zu dem Spiel sagen, außer, dass es bis jetzt mein Lieblingsspiel auf dem PC ist und dass ich es wunderbar finde. Und ich hoffe, euch geht's genauso. Dementsprechend vielen Dank fürs Ansehen dieses wunderbaren Projektes und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim neuen Projekt oder Undertale Genocide, wann auch immer das kommt. Also bis dahin und der schlafende Hund sagt euch, leb wohl. Tschüss.